Ohne 100 sein. Gut, dann war der Tür.
ein Schaden nach dem anderen auf, hier das Kursaus. Und dann auch die große Bereitvorstellung der Familie. Jetzt muss ich versuchen, hier alles in Kauf zu nehmen. Also was geht noch? Ich sag mal, halt, ich komme jetzt schon mal einfach mal gehen. Letzter Ort. Dann waren noch 2, 5. Und dann ist nicht mehr drin. Wenn nicht, müsst ihr uns selber verkaufen. Ganz einfach. Dann müssen wir uns kurz nochmal absprechen. Ja. Ja. Ich will euch jetzt nicht mehr ganz zurück, weil ich habe mit dem Geld. Ja. Ja. Für 2500 Euro wollte sie nur den Wohnwagen eben noch selber kaufen. Und jetzt? Wir haben das Problem, Herr Magier. Was machen wir jetzt? Wir müssen es erledigen. Das heißt, ich würde sagen, wir wollten eigentlich viel mehr. Aber da ist die Magischeit. Gehen wir auf die Zukunft. Okay. So, dann sind wir wieder. Jawohl. Wir wollten also wirklich eigentlich mehr. Einhalt war schon so am Tag. Aber man muss ja, weiß ich auch sagen, das haben wir von mir jetzt auch erst gesagt, dass er Fahrt geschafft hat. Sehe ich. Nein. So. Und deswegen würde ich sagen, hallo. Wir wollen ja mit dem Geld, wollen wir ja das Bad für die Mama reparieren. Die Behindertengerecht anrichten. Sie hat Probleme mit den Knien. Ich habe sie gesagt, Anni. Das war ich habe es nicht gelogen. Nein. Wir wollen ja das Gebäude arbeiten. Das hat sie mir gesagt. Sie hat bloß nicht davon gesagt. Für sie. Ach. Ah? Und dann kommt. Ach, es. Ah, okay. Ich weiß, ich muss mich trennen. Stehen bereits massenhaft Kunden Schlange. Guten Morgen! Die Flohmarktfläche lassen sich nicht lange binden. Jeder hat das beste Schnäppchen machen.
Thank you.
Thank you.
Christians das Erbe an Isidas, ebenso für Vater Lothar und seinen Sohn Philipp. Denn der Bungalow gehörte Christianes Mutter Edith. Ihr Tod war ein schwerer Schicksalsschlag. Teppich, ein Naturseideteppich, damit er auch gut war, der wirklich behandelt wird.
Thank you.
Scheiß Handy. Ja, mitnehmen. Wo bin ich? Ich bin noch keine Ahnung.
Thank you.